Ja, ich denke, wir müssen nach der. Holy, was ist denn hier los? Hallo zusammen und willkommen zu DCS World. Heute Mission Nummer 14 in der Kampagne Raven One Dominant Fury. Es ist, glaube ich, die vorletzte Mission. Und ich habe die letzten 20 Minuten damit verbracht, hier das Briefing zu studieren. Es ist nämlich wieder recht umfangreich. Was wir heute machen, zumindest theoretisch, ist, wir sind auf einem CSAR oder Rescort-Einsatz. Das heißt, wir Combat Search and Rescue oder Rescue Escort. Es geht um Folgendes. Wir haben einen Royal Air Force Flug, der mit Tornados heute hier zwei Brücken zerstören wird in Syrien. Wir haben ein paar F-14s von unserem Carrier, die einen Fighter Sweep vorneweg machen. Wir haben ein paar F-18s, die Electronic Warfare Missionen fliegen, also feindliche SAM-Stellungen, die die Signale stören. Und wir haben auch einen Seed-Flug dabei, der also die feindlichen SAM-Stellungen tatsächlich angreift. Wir eskortieren also die britischen Bomber. Zumindest die anderen Flugzeuge. Was wir heute machen, ist tatsächlich, wir stehen bereit zur Rettung, falls was schief geht. Das heißt, wir werden hier starten, fliegen zum Wegpunkt 1, sammeln uns mit dem Wingman, pushen dann zum IP, Molehill, und auf dem Weg von Molehill nach Madonna werden wir einmal auftanken. Bei Madonna ist ein Träger, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, so ein Tarawa-Ding, falls ihr euch daran erinnert. Ich bin da mal mit der, ist das alles lange her, mit dem Harrier gestartet und gelandet in einer anderen Kampagne. Der hat zwei Helikopter an Bord, zwei Hueys, die im Notfall bereitstehen, um eben ja, abgeschossene Kollegen zu retten. Und wir sind dann dafür da, die Helikopter zu eskortieren. Das ist auch, was hier im Briefing steht. Wir haben eine sehr bunte Bewaffnung dabei. Wir haben unseren Targeting-Pod, wir haben ein paar ungelenkte Raketen, wir haben eine Maverick mit Infrarot dabei. Wir haben ein Rockeye dabei, also eine CBU. Wir haben noch zwei Tanks dabei. Wir haben unsere Guns, wir haben unsere MRAM und wir haben zwei Sidewinder. Also für Bedrohung aus der Luft einigermaßen, wenigstens zur Selbstverteidigung gerüstet, und Bedrohung am Boden können wir ziemlich viel ausschalten. Wie gesagt, die Helikopter werden tief und langsam fliegen. Wir müssen sie eskortieren. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Das ist das theoretische Briefing. Es kann natürlich auch sein, dass sich alles komplett ändert und wir das überhaupt gar nicht so fliegen. Wir lassen uns überraschen. Ich erwarte, dass das ziemlich komplex wird, und ich erwarte ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass wir abgeschossen werden. Ich tue mal mein Bestes, sagen wir es so. Und würde sagen, wir klicken einfach mal auf Start und los geht's. Gut, dann können wir ja jetzt loslegen. Ui, ist er vollgepackt. Okay. Dann wird das bestimmt wieder eine Weile dauern, bis das Deck leer ist. Oder auch nicht. Okay. Machen wir mal Luke zu und den Vogel an. Licht ausklappen. Genau, ich habe gelesen, die Mission besteht aus zwei Teilen. Es gibt nämlich dann nochmal einen Teil 2, von dem man auch direkt starten kann, nach dem Auftanken, was ich sehr freundlich finde, dass das möglich ist. Weil es wahrscheinlich eine Weile ist, die wir jetzt brauchen, bis alle vom Deck sind, bis wir beim Tanker sind, dann haben wir das Auftanken, was ja auch für viele immer noch eine ziemlich große Herausforderung darstellt, was ich immer wieder feststelle. Und dann macht das ja schon Sinn. Dass man das in zwei Teile aufteilt.
So, wir sind ready für ein Radio-Check. Sandy, check on tack. Sandy 6-1. Ich bin 6-1, okay. Sandy 6-2. Sandy, switch strike common on comm 2. Strike common on comm 2 ist wahrscheinlich Kanal. Strike common on comm 2 ist Channel 2. So, dann das Alignment. Flight controls. Flight controls. Okay, dann die Flight Controls, Reset, Trim, Checklist, passt, dann unseren Targeting Pod, da. Manchmal sucht man die einfachsten Schalter. Okay, das funktioniert auch. Switchblade 612, Tower. Winds down the angle at 25. Cleared to lift on LSC signal. Cleared left turn, take Papa Golf. Roger, boss. Cleared to lift 2+30. Roger, 2+30 and 612. I need you to stay in Papa Golf as we tramp pump shoot the yo-yo red eyes. Then I'll clear you on secondary mission. 6-1-2. Ich habe gerade im Kneeboard hier noch gesehen. 99 Tomahawk check, 904. Venom 3-1. Venom 3-2. Venom 3-3. Venom sind die Buccaneers, also die F-14s. Ach, nicht Buccaneers. Spartans. Rocket ist, glaube ich, der Seed Flight. Und Tron ist der Flight, der. Jetzt sind wir dran? Nein. Der die Sams unterdrücken soll. Naja, da sind wir. Sandy 6-2. Night copies. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das sieht interessant aus. Irgendwas Code-mäßiges. Ich habe im Briefing gehört, also falls da einer abgeschossen ist, haben wir hier unsere Code-Words. Word of the day ist Tissue, Number of the day ist 327. Und ansonsten haben wir noch Dryad zur Authentifizierung. Aber da weiß ich gar nicht, wie das hier funktioniert. Mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Ich gehe nämlich ganz stark davon aus, dass da tatsächlich einer abgeschossen wird und wir hier den Rettungseinsatz fliegen müssen. Sonst wäre das echt eine Verschwendung von Briefingmaterial, das alles zu briefen und dann fliegen wir davon gar nichts. So, dann lasst uns hier doch mal gucken. Da hätte ich gern die SA. Hier die HSI, das IFF muss ich natürlich noch anmachen. Hakan. Auf jeden Fall Kneeboard. Tarkan ist 77 X-Ray. ILS Channel 9. Data Link on. Welcher Knopf on. On. Passt. So, was haben wir hier? Mole, Madonna, Target North, Target South, Carpet. Ich weiß noch nicht, was Carpet ist. Ist irgendwie im Briefing nicht weiter aufgetaucht. Divert. Was ist ein... Haben wir gar kein Bullseye? Oder habe ich das nur wieder verpasst? Carpet ist Rock, also Waypoint 6. Unser Bullseye.
Gut. Da die SA. Hier brauchen wir gleich das Radar, sobald wir in der Luft sind. Hier machen wir Electronic Warfare. Und dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir sollen tatsächlich noch eine Case-1-Landung machen gegen 19 Uhr. 19:10 Uhr, glaube ich, ist angesetzt. Und wir sollen spätestens um 18:05 Uhr, also in 40 Minuten knapp, auf Station an der Küste sein, dass falls wir gerufen werden zum Retten oder besser gesagt zum Eskortieren der Rettung, dass wir es nicht weit haben. Die Pushzeiten für die anderen Flights habe ich auch irgendwo gelesen, Power aber 105 behind Cat 2 needs to come up on the power. ich habe keine gelesen, die für uns wichtig ist. 105, standby. Hung Sidewinder. 305, did you say Hung Sidewinder? Tower 305, affirm. Roger 305, hold 10 miles aft and stay state. 305, Roger, 10 miles aft, 5 pointer. 305, Roger, I'll call your Charlie. Break, Bloodhound 704, update state. Tower 704, we take her 14 over me. Roger 704. Eigentlich haben wir hier perfekte Sicht auf die Katapulte. Da drüben macht sich auch noch eine F-14 bereit. Cat One, okay. Das ging ja doch schneller als befürchtet. Komme ich da zwischendurch? Ich weiß nicht, was die F14 vor mir da so vorhat. Ich glaube, die will nämlich auch zum Cat One. Okay, copy. Ja, ich denke, wir müssen nach der. Holy, was ist denn hier los? Okay. Ich glaube. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich würde sagen, wir starten mal die Mission neu und hoffen mal, dass es dann jetzt klappt. Nicht genau das gleiche passiert.
Okay, wir sollen zum Cut 1 rollen und jetzt habe ich mich dann irgendwann umgeguckt und da. Ja, ich glaube, so brauchen wir das nicht weiter angehen. Ja. Dann probieren wir das einfach mal zum zweiten Missionsteil zu springen. Schade. Na gut. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch ein Stückchen hinter dem IP sein, aber noch nicht ganz an der Küste. Ja, das sieht einigermaßen richtig aus. Anscheinend sind wir schon Armstrong, was falsch ist. Und ja, gut. Wir sortieren gleich mal. Mal Autopilot rein, dass wir nicht. Bill Strike und Come On, Departure come to. Sorry, Channel 2. Eieiei, und Departure, Channel 3. Hammer. So, das auf Bypass, Look at das ist an, 74, das thanks ist for the drink. safe. Sandy's pushing to Madonna. Look at 74, Roger. Sandy, switch tack on aux. Sandy 6-1. Back on aux. Sandy's check on tack, Sandy 6-1. Sandy, 6-2. Das ist unser Dingensbummens. Flurs an, okay. Lichter aus. Wingman ist bei mir, das passt auch. Das ist auch eingestellt. Okay, ich glaube, der Rest passt soweit. Wir müssen zu Madonna. Na, dann machen wir das doch einfach mal. Mit Optimum Range wäre Mach 6,3, also ein bisschen schneller. Sollen wir spätestens in 15 Minuten ankommen, das kriegen wir ja wohl locker hin. Waypoint. Dann gucken wir hier mal aufs Attack Radar. Okay. Spiegel. Und können wir schön sehen, wenn wir die Raketen launchen heute hier im Spiegel. Das ist Optimum Range 6,3. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer. Keine Ahnung, was, warum der mir sagt, ich bin in Launch Acceptable Range. Wenn ich hier gar kein Ziel aufgeschalten habe. Reset bringt auch nichts. Vielleicht werden wir es abschalten. Mal anschalten, auch nicht. Großartig. Ich hoffe, mein Radar ist nicht im Eimer. So, 320 indicated, das sieht gut aus. Mach 6,3. Na, und der Rest passt, glaube ich, von den Schalterstellungen. Mal gucken, was uns erwartet.
Die anderen Flights sind noch auf dem Weg zum IP, so wie es aussieht. Da vor uns ist auch das Festland. Die syrische Küste. Wir müssen aufpassen, wir sollen nicht zu tief runtergehen, weil wir SAMs und AAAs und so erwarten. Sorry, ich muss mal kurz hier. Sorry. Ja, wir erwarten SAMs und AAAs, das könnte ganz spannend werden. Und. Und da sind die Briten. Keck Pump ist on station. Genau, und hinter den Zielpunkten, also hinter den Brücken, die heute angreifen, liegt direkt noch ein eigentliches Flugfeld. Mein HMD ist aus. Das heißt, von da könnten uns ein paar Jäger erwarten. Rocket 4-1 from Thor. You're spotted visually. You're marking. Rocket 4-1, roger. Thor, Sandy 6-1 flight, Madonna. So, laut Briefing sollen wir jetzt bei 10.000 und Max Fuel Conserve bleiben, also machen wir das einfach mal. Ich meine, auf der linken Seite ist unser Targeting Pod, ja. Dann macht das auch Sinn, eine Rechtskurve zu fliegen. Mache ich nämlich ganz gern falsch oder dann mache ich mir das Leben selber schwer, wenn es darum geht, Ziele zu finden. So, Endurance ist Mach 4,6. Das müssten 250 Knoten sein. Nämlich eigentlich immer 250 indicated. Für maximalen Treibstoff Sparsamkeit. Na, da ist auch gerade anscheinend der Push. Die sind nämlich alle auf dem Weg in unsere Richtung. Ein Haufen Flieger. So, Mach 4,4 und 10.000. Versuchen mal so im 10-Meilen-Radius um den Wegpunkt zu bleiben. So, 10.000 Fuß. Rocket 4-2, Magnum. Magnum, da schießen die auf irgendwelche SAM-Stellungen. Sind die denn? Über mir direkt irgendwo? So, wir können jetzt 2 Stunden hier bleiben, bis uns der Sprit fast ausgegangen ist. Bingo ist aber nicht erst bei 0, eher so bei. Haben wir bestimmt doch auch im Briefing.
3000. Joker ist bei 5000 und da haben wir irgendwas Feindliches in der Luft. Und gar nicht mal so weit weg. Hinten auch ein interessanter Felsformation, ein paar Klippen. So, ich kann ja schon mal in die Stores gehen und hier ein paar Einstellungen vornehmen. DCIP Single, hier brauche ich nichts weiter einstellen für die Rockets. Das hier müsste meine Bombe sein, die Clusterbombe. Mode CCIP vielleicht. Ah, davon habe ich aber nur eine, also brauchen wir da nichts weiter einstellen. Und die Maverick, die aber erst warm läuft, wenn wir tatsächlich im Air-to-Ground-Modus und Master-Arm on sind. Und natürlich die Gun. Mehr brauche ich auch gar nicht einstellen. Die Spartans sind also über Land, die Abfangjäger. Ach gar nicht, Venom sind die Abfangjäger. Spartans sind die Tornados. Ja, gleich die Bomben abwerfen auf die Brücken. Da unten ist die Tarawa mit den Rettungshelikoptern. Schon wieder ganz schön spät und wir fliegen Kreise. Das ist nicht so gut, um wach zu bleiben. Aber jetzt mit so einem langen 1. Mai-Wochenende in Sicht ist das doch auch eigentlich echt schön. Ich weiß nicht, habt ihr was vor dem 1. Mai? Ich weiß nicht, ich komme ja aus der Gegend von Berlin. Ich komme ja eigentlich aus Brandenburg. Bei uns ist ja 1. Mai eher so der Tag, wo man nach Berlin fährt zum Steine schmeißen. Und zur Himmelfahrt holt man seinen Bollerwagen raus, um mit den Kumpels durch die Gegend zu ziehen und schon frühmorgens ein, zwei Bierchen zu trinken. Hier in der Nähe von Osnabrück, wo ich jetzt lebe, ist es genau umgekehrt. Da ziehen die Leute hier am 1. Mai mit dem Bollerwagen los und bei Himmelfahrt ist eher nichts angesagt. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Wo ihr herkommt, hat mich, wo ich hergezogen bin, auf jeden Fall ziemlich irritiert. Ich war so, warum, was sind die ganzen Leute hier am 1. Mai unterwegs und warum ist keiner bei Himmelfahrt unterwegs? Irgendwas ist hier komisch. Und die kleinen, aber feinen regionalen Unterschiede, ne? Warten wir gespannt. Also sie nähern sich da einer SA6.
Nicht, dass sie sich davon noch abschießen lassen. Wo ist denn hier ihr Target? Ja. 4 und 5, da sind die Targets, da sind sie also gleich da, die Punkte. Was auch immer da die Flieger unterwegs sind. GR4, das sind die Tornados. Sind unsere F-14 gar nicht damit dabei? Nee. Wieder das reinste Hörspiel heute. Bombs away. SA6. Oh oh. Nächste Meldung ist, irgendjemand ist getroffen. SA6 hat so 20 Meilen Reichweite. Höchstens. Zu Pfeif wird betroffen. Da haben wir unseren Rettungseinsatz. Car ist ja Combat Search and Rescue. Okay. Pickaxe SA6. Carpet ist bestimmt die Basis von den feindlichen Fliegerstaaten. Ja, ich bin monitoring. Knight, Sandy 6-1, affirm. Roger, passing all the mother. We'll get a tech skill out here. Roger, Knight, thanks. Spawn 2-5 is down. Two can shoot, and we have visual. Standby authentication.
time is base minus 2.5. How copy? Spartan 2-1, four copies. Warten wir gespannt. Der SA6 ist eigentlich verschwunden? Nee, ist noch aktiv. Mayday, Mayday, this is Spartan 25 Alpha. Spartan 25 Alpha, 5x5. Are you ambulatory? Ambulatory. Alpha. Echo oder Uniform? Okay, Echo, erst Victor, dann Alpha. Yep, Sandy 6-1, listening. Thor, Sandy 6-1, go ahead. Sandy 6-1, Thor, your signal, funny car. Proceed vicinity of carpet. Contact on-scene commander, Spartan 2-1. How copy? Copy all. Thor, Sandy 6-1, roger. Departing Madonna with Clementine 2-2 and 2-3. Thor copies. Sandys, go up on common. Sandy, 6-2. Das ist Channel 4. Sandy, check on common. Sandy, 6-1. Sandy, 6-2. Clementine, 2-2. Sandy, 6-1. Highway best speed towards carpet. We're overhead with a visual. One authenticated survivor, one unknown. Clementine 2-2, roger. Okay. Dann mal gucken, wo die Helikopter so sind und dann eskortieren wir die mal. Noch habe ich, glaube ich, nichts gesehen. Okay, wir drehen mal hier unsere Runde zu Ende und dann geben wir Gas Richtung Küste. Richtung Carpet. Spawn 25 Bravo, how do you read? Mark 2 Bound 3-1. Visual pick active at carpet. Venom 3-1 from Spawn. Continue to monitor, please. Ja, und der SA6 ist also immer noch aktiv. Meine ich. Ne, Pick ist ein MI-10-2-4. Da ist ein Hind, der bei Carpet startet. Ach, Hind. Doch, Hind, MI-2-4. Spartan 25 Bravo, this is Spartan 2-1. How do you read? So, dann geben wir mal Gas. Immer ruhig noch ein bisschen tiefer. Spawn 25 Bravo, how do you read? Dass wir unter die Wolkendecke kommen. Nur vielleicht ist das keine gute Idee, ne? Lieber nicht zu tief fliegen. Aber wir müssen ja
Ausschau halten nach Bedrohung für die Helikopter. Also von Carpet aus Kurs 23010 Meilen. Zwei, drei, null, zehn. Ja, ist hier am Rand. Altitude. Nicht zu tief sinken. Und dann halten wir mal Ausschau nach allem, was hier noch gefährlich oder verdächtig aussieht. Wir sollten auch immer zwischendurch hier gucken, ob es irgendwas gibt, was wir melden können. Dann taucht das hier im F10-Menü auf. Tutu ist feet dry, dann ist hier, müsste die auf unserer Seite sein, direkt. Sandy 6-2. Sehe die Helikopter aber nicht. Geh mal Armstrong. Und Air to Ground. Das passt. Tally-ho, Venom 3-1, are you able to engage? Affirm, Venom 3-2, take trail. Venom 3-2. Ganz schöne Schlucht hier rechts. Oh, 230-10 ist noch ein bisschen weiter rechts von uns. Bin echt nervös, dass hier gleich irgendwo eine Rakete hochkommt. Two, three, zero, ten. Everyone, splash back. Sehr gut. Und was haben die abgeschossen? Das ist eine Stadt vor uns. Da fliegen wir mal nicht direkt drüber.
Das ist ein Airfield. Da sollten wir erst recht nicht drüber fliegen. So, jetzt mal gucken, ob wir die hier irgendwo finden. 230-10. U3010. Direkt voraus sein irgendwo. Clementine 22, Sandy 61. Check right 10. Settlement on your nose. Clementine 22. You should be able to resume on the other side. Okay. 2-3-0, da hinten. Look low into the right. Sandy 6-1 will look low into the left. Sandy 6-2. Nur mal zusehen, dass wir da einen Marker drauf kriegen. Da haben wir den Einschlag. Mark. Ja, passt. Gut. Okay, wir machen mal langsamer. In der Richtung irgendwo nicht weit müsste die SA-6 auch sein. Also sie taucht gerade nicht mehr auf. Oh. Da haben wir AAA irgendwo. Das ist der Richtige, was er da gemeldet hat. Ich weiß gerade nicht, wo der Outpost ist, deswegen lieber Avoid. Er hat irgendwo AAA auf mich geschossen. Mal gucken, ob wir das nochmal wiederfinden. Ich glaube, da sehe ich irgendwas. Mal unter die Wolken gehen. Aufpassen, dass wir da nicht in die SA-6 fliegen. Nee, ist nur ein Busch. Das sind leider alles nur Büsche. Dachte, ich hätte da irgendwas gesehen. Hoppala.
Halt hier mal ausschau, ob ich irgendwo eigentliche Fahrzeuge oder sowas sehe. Oder die AAA, die auf uns geschossen hat. Ich glaube, das sieht clear aus. So, könnten wir noch was haben? Da ist, glaube ich, die Brücke, die sie angreifen wollten. Mindestens da eine Brücke. Und gucke mal wieder, ob nicht irgendwo doch nochmal hier die AAA das Feuer eröffnet. Ich weiß auch leider immer noch nicht, wo die Helikopter sind. Ist das dann eine F-18? Ja. Moment, ist mein Data Link an? Nein. Weil ich weiß auch nicht, wo meine Wing Woman heute ist. Das da hinten. Wir mal langsam in die Richtung noch mal fliegen. Während ich hier weiter Ausschau halte. Da ist irgendwas. Aber nicht erkennen, was es ist, ist jetzt auch direkt hinter dem Rauch, blöderweise. Ansonsten die anderen beiden hier, das sind die Tornados da hinten. Okay, ich fliege jetzt nochmal Richtung 26 Meilen in der Richtung Sandy, ist das dann, glaube ich. Nein, nicht Sandy, doch Sandy 6-2, mein Wingwoman. Gucken, ob wir hier irgendwo irgendwas sehen. Sorry. Ich habe leider kein Visual zu den Helikoptern, das ist ein bisschen blöd. Und auch keine Vorstellung, wo sie sein könnten. Wenn du höchstens hier das Radar einmal auftun. Mal losscannen, wieder irgendwo auftauchen.
Da ist der See. Ich glaube, da hatte ich gemeldet, dass ein Outpost ist. Nochmal. Da ist der Helikopter. Er ist direkt am See gerade. Jetzt sehe ich ihn aber gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Hat er ihn da zufällig am See gesehen? Und er fliegt in die Richtung, wo ich vorhin die AAA hatte. Nicht, dass sie den noch abschießen. Da haben wir ja ein echtes Problem. Ich bin ein bisschen orientierungslos. Wo ist denn hier mein... mein Mark Point. Noch 17 Meilen. Dann sind die an der Absturzstelle. Okay, 3 miles northwest. Okay, we're playing Manpads along the highway. We're approaching Joker Lake, we need to depart for the tanker. Are you ready to assume on scene, Commander? Nein. 21 affirm, Sandy 61 is on scene, Commander. Ay, 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 okay. Clementine 22, Sandy 61, in front of this bridge is a bowl. Park here and I'll call you in. Angel 16. Sandy 62. Machen wir mal mit, ne? So, ich klammere mal einfach mit auf Angel 16 und dann mal gucken. Aufpassen, dass wir nicht in die SA-6 reinfliegen da. Okay. Angel 16 haben wir. Weapon Designate, da ist der Plume. Und nordwestlich davon. Nordwestlich davon, irgendwo in dieser Richtung, haben die jede Menge Feinde gemeldet. Ich glaube, dafür sind wir aber zu dicht dran, dass wir die jetzt finden, spontan. Und dann haben wir da noch Wolken dazwischen und so. Aber gut, ich würde sagen, wir sind on station. 96-1 ist on station. Venom, update. Trying to intersect the Reno from Plume. Sandy
61, roger, Venom. Monitor pick. Venom will go. Sandy, we can give you 10 more mics. Da ist also irgendein Hind in der Nähe. Sandy 61, roger. Break, Thor, picture. Sandy 61, Thor, picture's clean. Sandy 62, tally military compound with at least 4 trucks and 1 APC, 3 miles Duluth, Reno from the plume and 3 miles Gulfport from desk. Sandy 61, roger, stand by. Duluth, Reno, was? Ich weiß nicht, wo ich hingucken muss. Duluth, Reno. Okay, North. West. Ein Stück weit Northwest vom Smoke. Okay. Dann machen wir das nochmal zum Target. Gucken nochmal, ob wir das finden. War viel zu langsam. Also nordwestlich. Irgendwie in diese Richtung. 3 miles. Also überall Wolken. Also wenn ich es in den nächsten 2-3 Minuten nicht finde, dann gebe ich dir einfach mal den Befehl anzugreifen, dann sehen wir es bestimmt. Vielleicht können Sie mir auch einmal ein paar Koordinaten geben, dann wäre das auch super leicht zu finden. So suche ich halt wieder hier irgendwas im Nirgendwo. Vorsicht, SA6. Nordwestlich. Also auch rein visual sehe ich es gerade nicht. Ich würde sagen, greif mal den APC an, das ist das Wichtigste. Sandy 62, I'll take high cover. Engage the APC. Sandy 62. Ich weiß halt nicht, wo die Sandy sein sollen. Wo ist denn Sandy? Vor mir irgendwo. Dann hat die auch das Ziel markiert. Sandy 62, Rifle. Wo ist sie? Da. Da hat sie gerifelt. Da vielleicht? Vielleicht in der Ecke? Good hit. Sandy 62, send coordinates. Ich sehe es auch einfach nicht. Da. Okay. Da könnten wir noch voll gut eine CBU draufschmeißen. Wir machen da mal noch einen Markpoint drauf. Mark.
Dann machen wir da meine CPU drauf im Auto-Mode. Der hat bestimmt auch das vorhin auf mich geschossen. Mal gucken, dass wir das hier schön sauber jetzt auch treffen. Sekunden. Da ist sie unterwegs. Sandy 6-2, take high cover. Sandy 6-1, engage in the compound. Sandy 6-2. Hätte ich vielleicht vorher ankündigen müssen, aber na gut. Nur ich mache mal kurz einen Autopiloten rein, damit wir sehen, ob wir das Ziel da treffen. 10 Sekunden. Ah, und genau jetzt sehen wir natürlich nichts mehr. Jo. Das ging solide daneben. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Dann nehmen wir die Rockets. Die Maverick. Wir nehmen die Maverick. Dann suche ich mir da einen LKW raus und geht da die Maverick drauf. Reicht ja, wenn ich einen davon treffe. Da sollten alle anderen gleich mit explodieren. Okay, dann geben wir mal Schub. Mal kurz cagen, damit die hier nicht wie wild umhereiert, während ich aufs Ziel drehe. Und perfekt, haben wir natürlich die Wolken dazwischen. Und Cage. Ah, ist eine doofe Position. Und da drüben ist besser. Und drehen noch mal kurz. So ist schöner. Uncage. Locked. Rifle. Oh, ich glaube, da gibt es jetzt aber kein Entkommen für euch. Ich habe das Scheißzelt getroffen. Gibt's ja nicht. Gut, dann nochmal. Dann holen wir uns diesmal die Trucks. Das ist aber gar nicht das Ziel. Oder? Doch. Aha, das sieht doch schon besser aus. Sandy 6-1, good hit on the truck. Oh, fast Winchester. Ich hoffe, da kommt nichts mehr, sonst habe ich ein Problem. Das war ja reinste Munitionsverschwendung von mir, meine Güte.
Okay. Der Flur aus oder was ist hier los? Port. South. Okay, Mark Point 2, Weapon Designate. Haben wir gesagt, Gulfport ist South. Okay. Gucken, dass wir die wiederfinden. Wir sind fast in die SA6 reingeflogen. Okay. Moving south. Natürlich in die Richtung, wo die Wolken liegen. Ja, habe ich. Roger, C2 Dust Clouds. Der Military Vehicle. Copy. Sandy 6-1 engaging. Break. Sandy 6-2. I'll take the lead vehicle, you take the trailer. Watch out for the AAA in the compound. Sandy 6-2. Nein. Oi. Sandy 6-1 is in. Sehe sie nicht mehr. Mann. Sandy 6-2. Altitude. Ja. Sandy, 6-2 is off. Oh, schön im Auge behalten. You're right over me. She's my brother. Mark on top. Got a visual? Sandy, 6-2, visual. Wo ist er hin? Was ist das denn? Sandy 6-1, Roger. Das ist der Truck? Nee, hier ist nix. Ja, getroffen. Mann! Ich mach hier Sachen, Leute. Mach das bloß nicht nach. So, ich muss mal hier eben kurz mich sortieren, weil jetzt gerade sehe ich absolut nichts. So, da sind die Trucks. Ich und der Targeting Pod, ne? Da ist das Lead Vehicle. Ja, das stimmt doch aber niemals. Altitude. Ich würde doch sagen, das stimmt doch niemals. Da ist der Truck. Ja, die haben wir beide erwischt. Hätte mal die AAA mit einer Maverick treffen sollen. Da hätte ich viel mehr von gehabt. So, wo ist der andere? Wo strafen die da jetzt? Vielleicht neben mir hergeflogen anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Gerade Infanterie ist auch echt. Venoms from Sandy, thanks. Hold high. Break.
Sandy 6-2, do you have a tally? Venom 3-2. Sandy 6-2, affirm. Ready to engage. Roger. Select Zuni, single shot. Sandy 6-2. Sandy 6-1, Venom 3-1 in flight of RTB. You got the Hodges? Da habe ich ordentlich hier Treffer abbekommen. Ja. Ja, dann engage mal die Troops. Ich guck mal, wo du da angreifst. Sandy 6-2, engage the troops in the open. Sandy 6-2. Und Treibstoff ist auch langsam, aber sicher knapp. Muss ich ein bisschen zurückhalten hier. Da. Ja, da ist Infanterie. Die sich langsam bewegt. Mark. Mal vorneweg ein Fahrzeug. Ja. Zwei Fahrzeuge. Könnten wir auch noch Raketen verpassen. Wo ist denn Sandy? 6-2. Da kommt sie. Dann wird es ja gleich Boom machen. Muss einmal drehen. Dann kommt Triple A. Annie. Sonst gehe ich da rein. Bin nämlich gerade in einer ganz guten Position eigentlich. Da ist zumindest ein Truck. Ich weiß nicht, wo sie ist. Altitude. In Range. Einen Truck haben wir auf jeden Fall erwischt. Alles andere müssen wir gleich mal gucken. Ja, da sind noch ein paar Kollegen tot. Aber der andere Truck steht da noch. Den habe ich anscheinend noch nicht zerstört. Sandy 6-2, good hits. Troops are no factor. Ah, den Truck nehme ich da noch mit. Sandy 6-1, Roger. Wenn ich ihn gleich wiederfinde. Sandy 6-1, Clementine. Oh, da ist er zerstört. Roger, Clementine. Return fire at your discretion. We need 5 mics. Clementine 2-2, and I'll give you 4. Roger, stand by.
Wo muss ich hin? Sandy 6-2, join on the Clementines and I'll call you in. Use the gun if you need to. Sandy 6-2. Uiuiui. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Clementines geparkt Great. Sind. Spartan 25 Alpha, Sandy 6-1. Sandy, this is Spartan 25 Alpha. Go ahead. 25 Alpha, do you see any threat? Negative, Spartan 25 Alpha, negative. Roger, Spartan. Stand by. Sandy 6-1, Knight 04, what luck? Stand by, Knight. Alle sollen mal Standby machen hier. Knight 04. Da sehe ich Smoke. Sandy 6-2 from 6-1. Do you have a visual on Clementine? Sandy 6-2, visual. Roger, break. Clementine 2-2 from Sandy 6-1. Also nicht getroffen. Backpack. Threat Duluth. Sandy 6-2 is overwatch. Sandy 6-1, Clementine, Roger, inbound backpack. Inbound backpack. Pack is pickup. Und Duluth ist North, ja. Das ist richtig. Ich verstehe nur gerade nicht, was das mit dem Smoke auf sich hat. Oder sind das die beiden Piloten, die sich da gerade... Ja, wir haben dreimal Smoke. Und was ist da komisch? Werf mal einen Blick drauf mit dem Pot, was da smoked. Und da ist gar nichts zu sehen. Da ist ein Boot? Was ist das? Ah, ein LKW. Das sind die beiden kaputten LKWs von vorhin. Da ist noch mehr Smoke. Und ich hätte doch gerade drei gesehen, oder? Ja, ein dritte ist da hinten. Merkwürdig. Um das zu erkennen? Nö. Nur eine Straße, ein paar Strommasten, da die zwei kaputten LKWs. Und da in der Ecke müsste hier irgendwo müsste die kaputte Infanterie rumstehen. Da. Genau, rumstehen ist gut. Rumliegen. Das heißt, die Survivor müssten ja irgendwo in der Ecke weiter sein. Da sind noch ein paar kaputte Trucks. Das waren, glaube ich, die F-14, die da zerstört haben. Tja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Helikopter sind. Treibstoff ist echt knapp.
Also 5000 geht gerade noch, aber da muss ja auch echt ein Tanker in der Nähe sein, sonst wird's. Oh, müssen wir auf jeden Fall bald los. Candlestick. Pop Smoke. Sandy, 6-1. Two bandits approaching the main highway. Pix. 2 miles, Duluth, from the crash site. 2 miles, Duluth is Sandy, north. 6-1, look at... Clementine 2-3, take fire, right. Return fire. Turn. Sandy, 6-2 is in. Two miles north of the crash site. Irgendwo in der Richtung sein. Clementine 2-3 is under heavy small arms fire. Get down here, Sandy. Sandy 6-2, on it. Will keine Helikopter. Clementine 2-3, we've been hit. Taking it higher. Sandy 6-1, roger. Sandy 6-2, yeah. Keep your jet moving and I'll be there soon. Sally 2, break. Sandy 6-1, engaging 6. Sandy 6-2. Yep. Box 2. Sandy 6-1, box 2. Ja. Der turnt gerade auf mich vor allen Dingen. Clem, update. All systems green, a few holes, enemy fire stopped. Ich habe keinen von denen getroffen. Gucken wir mal nochmal. Oh. Oh nein. Ah. Hatte kurz Sorge. Alles ist stehen geblieben. Ich dachte schon, das Spiel ist gecrashed. Altitude. Das ist ja der Helikopter. Ob ich den auf dem Radar kriege? Oder ist das ein Friendly-Helikopter? Sandy 6-1 inbound. Sandy 6-1 from Clementine 2-2. You got those helos? Negative. Sandy 6-1. Picks are no factor. Tja, da ging gerade meine letzte Rakete raus. Wie, die sind kein Factor. Da ist er doch. Uff. Weg ist er. Ich fliege hier was zusammen, ist ja ein Albtraum. Wo ist er hin? Na gut, ich weiß halt nicht, wo ihr ein Pickup stattfindet, deswegen kann ich da auch gerade kein... Annes Handy ist auch weg. Ich habe halt keine Ahnung, wo ihr hier gerade Touchdowns macht. Hotfoot. Egress, ja. Das ist echt
echt schwierig. Ich habe keine Ahnung, wo diese Helikopter sind. Ich hasse Helikopter. Sie sind echt mein persönlicher Albtraum. Immerhin. Sandy 6-1, Roger. Clementine's bug northwest. Sandy 6-2, bug northwest. You got a visual? Sandy 6-2, visual. 6 clear. Joker. Sandy 6-1, Roger. Da ist ein Helikopter. Joker. Das ist der Hind. Gucken wir mal, ob wir den diesmal eine mitgeben können hier. Sandy 6-1, Knight, are you hot foot? Altitude. Altitude. Knight, Sandy 6-1, that's a firm. Proceeding with the Clementine to Madonna with both Spartans. Ist zumindest damaged. Sandy 6-1, Roger. 288, Dusty 3-1 are inbound to release. Sandy 6-1. That's my wingman. Ich habe wieder die Hälfte verpasst. Was sollen wir tun? Bug Nordwest habe ich noch mitbekommen. Also Richtung Nordwesten abhauen. Boah, 3000. Das ist echt. Ich kann hier nichts mehr machen. Muss ganz dringend zum Tanker. Mhm. Thor, Sandy 6-1, go. We're monitoring your traffic up here. Well done, sir. Thanks, Thor. Please pass the Spartan 2-1 that we got them. And Sandy 6-1 from Thor, Roger. We already have Spartan 2-1 passes that he owes you a pint next time you visit Old Lady. Roger that, Thor. We look forward. And break. Thor, Sandy 6-1. Picture. Thor, picture clean. Okay, dürfen wir nach Hause? Muss gerade mal gucken, wie weit ist denn unser Divert? Wir es bis dahin vielleicht noch schaffen. Wir müssen jetzt erstmal schnell Höhe gewinnen. Oder Tanker. Texacos in der Luft. Texaco ist. Warum steht das denn nicht? Hm. Einer von denen. 74 oder 75 X-Ray. Vielleicht 75? Mache ich bei beiden kein Signal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück zu dem Wegpunkt, wo wir angefangen haben. War das 3 oder 4? Sandy 6-1, Dusty 3-1. Dusty 3-1. Dusty 3-1, go. Dusty 3-1, visual on you and Clementine. We'll take it from here. Dankeschön. Roger, Dusty 3-1. Break. Clementine from Sandy 6-1. We're detaching. Good job down there. Da ist Madonna. Roger, Sandy. Thanks for the help. Anytime. Break. Knight. Sandy 6-1 and 6-2 detaching. Roger, Sandy. Let me know when you are... Switch to safe. Sandy 6-1, Wilco. Oof.
Okay. Ich hoffe, den Friend, den wir da gerade gelockt haben, ist ein Tanker, weil sonst wird es echt knifflig, hier heil nach Hause zu kommen. Obwohl wir gut an Höhe jetzt gewonnen haben. Ich würde gleich mal alles an Ballast abwerfen. Clementine from Sandy 6-2. Roll out and steady on that heading. Clementine 2-2. Das sind einmal die Clementine 2-2 from Sandy 6-1. Bingo. The LZ is rugged sand berms. Use your discretion. Clementine. Roger. Looks clear, Gulfport. Spartan 2-5 Bravo, Sandy 6-1. Sandy, this is 2-5 Bravo. Go ahead. Stand by 2-5 Bravo for my mark. I can hear shouts. Was? Sandy 6-1, Roger. Ich dachte, wir haben ihn gerade gerettet. Bin verwirrt. Also, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Mach 8-3 bei Angels 43, da will ich hin. Wingman ist auch weg, so wie es aussieht. Okay, aber wir sind auf Angels 43 fast. Ein bisschen zu langsam, aber das ist egal. Ich würde sagen, ich bin feet wet. Knight, Sandy 6-1 ist feet wet. Roger, Sandy. Der World ist 140 Meilen, da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Was mit Mother? 77 X-Ray. Ah, ich habe meinen Tag an gar nicht an. Auch 140 Meilen. 74. 75. 74, das sieht gut aus. Der ist nur 13 Meilen von mir entfernt. Das müsste der da sein. Texaco ist auf welcher Frequenz? Sandy 6-1 Knight, show you in international airspace. We've got Bucket 7-4 waiting for you overhead, Madonna. Bucket 7-4. Knight, Sandy 6-1, Roger. 228, Command 3. Sandy 6-1, join on Bucket 7-4 on departure. Overhead, Madonna, Angel 10. Yep, on departure. Sandy 6-1, joining on Bucket 7-4. Overhead, Madonna, Angels 10. Sandy, switch departure on AUX. Sandy 6-1. Sandy 6-2. Sandy's check on departure. Sandy, 6-2.
Bucket 7-4, Sandy 6-1 and 6-2 checking in. Sandy 6-1, Bucket, we got 3K give for each of you, pushing towards Mother. 3000, das klingt doch gut. Sandy 6-1, Roger, 3K, break, Sandy's und pushing towards Mother. Sandy 6-2. Yep, safe. Ich gehe auf jeden Fall zuerst, auch wenn sie auf Bingo ist. Okay. Dann Texaco 7 tanken wir einfach mal. Request rejoin. Angels 10. Texaco 7 1 proceed to pre-contact at 10,000 at 290. Wo ist er hin? Da ist er. Ah, da ist Olive. Nur so, zweimal hin. Die stellt sich jetzt bestimmt brav links an, damit ich zuerst tanken kann. Ja, Fuel ist knapp, ich weiß. Ein bisschen Schub geben noch hier, ein bisschen schneller rankommen. Dabei meine Trimmung mal wieder richten. So, einmal die Rüssel raus. So, ready pre-contact, würde ich sagen. Ready pre-contact. Mhm. Ready, pre-contact. Clear contact. Geht doch. Ich freue mich drauf, wenn der Tanker hier mal geupdatet wird. Das Modell ist nämlich echt hässlich und in die Jahre gekommen. Ich sehe, dass das, wenn ich die Ecken an einem runden Triebwerk zählen kann, dann ist was falsch. Aber jetzt erstmal hier aufs Tanken konzentrieren. 3000, das heißt bei 5200 sind wir fertig. Contact. You're taking fuel.
Ja, 4800 gleich. Nein! Contact. Ui. You're taking fuel. Ach. Close enough. Abort rejoin. Roger, komm, Kanal. Oh, trotzdem funktioniert. Gut, dann. Super Success. Sandy 6-1 reports home run. Roger, home run. Uiuiui, ui, ui. So, 76 war Mother, ne? Mm, 77. 100 Meilen. Jetzt gucken wir kurz nach Olive beim Tanken zu. Und dann geht's auch für uns nach Hause. Ich überlege gerade, also optimal wäre die Mission gelaufen, wenn wir selbst den Compound angegriffen hätten. Und zwar zuerst mit einer CBU und die richtig getroffen hätte. Da hätte man nicht mit einer Bombe da alles zerlegen können. Und dann mit der Maverick den die Trucks angreifen, die da am Abhauen waren. Und dann mit den Unguided Rockets, die Infanterie und die Trucks, die dann die zweite Angriffswelle dargestellt haben. Und dann hätten wir immer noch Guns gehabt für was auch immer die Helikopter angegriffen hat. Aber die habe ich ja nicht gesehen. Und wiederum war ich selber nicht in der Lage, die feindlichen Helikopter anzugreifen. Das war alles ein bisschen unschön. Also Olive soll sich mal jetzt hier nicht zu viel Zeit lassen, weil wir verbrennen ganz schön ordentlich Treibstoff. Hätte ich vielleicht doch erst Olive tanken lassen sollen, aber war bei mir echt knapp. Und wir fliegen immerhin schon mal Richtung Mother, das ist ja auch schon mal was. Zumindest so einigermaßen. Sieht für mich nun gerade nicht so aus, als würde sich Olive hier sinnvoll bewegen in irgendeine Richtung. Texaco 7111, request rejoin. One one, Texaco 7-1, proceed to pre-contact at 10,000, at 350. Abort rejoin. Aha. Jetzt. Da war irgendein Trigger noch nicht so weit. Also falls jemand einen Tipp für mich hat bei dieser Mission hier, wie man da die Helikopter hätte sehen können, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ich mich da einfach nur zu blöd anstelle, ob es da irgendeinen Trick gibt. Weil die haben keinen Tarkan, die tauchen nicht auf der SA-Page auf. Die kann ich eigentlich nur wirklich visual haben und visual ist das echt schwierig. Und vor allem kann ich halt nicht mit denen reden. Die könnten mir ja auch einfach sagen, wo sie sind. Dann muss ich nicht, ne? Aber so weit sind wir in den Missionen leider noch nicht.
Na, 67 Meilen. Das sieht doch richtig gut aus. Ah, Olive. Ah, und das für Manöver. Bucket 74, thanks for the drink. Jo. Thanks. Dann ab nach Hause. Steigt man noch mal ein bisschen, wenigstens so auf Angels 25 oder so. Das ist Channel 6. Sandy's check on Marshall. Sandy, 6-2. No, und dann machen wir hier unsere ganz reguläre Landung. Tank Pressure ist low, das ist aber okay. So, Geschwindigkeit halten wir einfach mal. Und dann sind wir in, weiß ich gar nicht, in 6 Minuten bei Mother. Huiuiui, was für eine Mission. Ich bin echt froh, dass es jetzt hier gerade nach Hause geht. Falscher Knopf. Oh, da haben wir ordentlich was abgekriegt, ne? Die Triple A, die uns da erwischt hat. Der hat uns eigentlich vorne auf jeden Fall das Radar zerlegt und wer weiß was sonst noch. Da auch durchlöchert. Unterseite durchlöchert. Da hat mir echt Glück, dass kein Tank oder Triebwerk kaputt gegangen ist. Eieiei. Da wird die Reparatur auf jeden Fall teuer. Ich hoffe, dass wir gleich kein Problem haben mit dem Fahrwerk oder irgendwas. Aber bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Da hätte sich bestimmt schon was bemerkbar gemacht, wenn es irgendwie ein ernsthafter Schaden wäre. Nun melden wir uns mal hier an. Marshall 405. Marking Mops 086 for 45. Angels 25.5. State 4.0. 405. Mother's weather is visibility 10 plus miles. Scattered clouds at 6,000. Altimeter is 2984. Case 1 recovery expected DRC 336. Report see me at 10. 405. Wahnsinn, was für eine lange Mission. Ich sehe gerade, ich bin seit über 2 Stunden hier unterwegs. Zumindest seit 2 Stunden am Stream. Das heißt, anfangs hatten wir noch Briefing und so, aber bestimmt 2 Stunden, die man braucht vom Tanken zum Missionsgebiet, Mission fliegen, zurückfliegen. Und ich habe ja den Teil übersprungen, wo wir noch auf den Start warten und quasi die erste Runde tanken. Die habe ich ja auch übersprungen. Da waren bestimmt 2,5 Stunden unterwegs in der Mission. Vielleicht ein bisschen weniger lang, wenn man sich
an der einen oder anderen Stelle ein bisschen klüger angestellt hätte als ich. Aber es ist schon ein Weichen, was man hier unterwegs ist. Merkst du nämlich, dass mein Sitzfleisch auch langsam hier drauf wartet, dass wir endlich landen. So, 26 Meilen, bin ja schon mal anfangen zu sinken. So, Mother versteckt sich hier bestimmt genau unterhalb dieser Wolke vor uns. Das wäre nämlich total typisch für Mother. Gleich nur noch 10 Meilen, ein bisschen weiter rechts. Da ist Mother. Ich hoffe, es ist nicht noch ein anderer Flight hier im Stack. Wir direkt landen können, das wäre ganz angenehm. See you at 10. 405. See you at 10. Aber ich sehe gerade, wir kommen von der falschen Seite ran. Tower 405. Overhead Angels 4. State 3.6. Und Signal Charlie? 405. Jawohl. Tower, Roger. BRC 3.6. Signal is Charlie. Dann gehen wir direkt in die Recovery. 405. Sieht auch hübsch aus. Mit Mother gegen den Licht. Tschüss, Olive. Wir sind ein bisschen hoch und ein bisschen langsam. Oh, 350 Knoten, 800 Fuß. Na, zumindest so einigermaßen passt das. So, das Deck steht diesmal nicht in Flammen. Das ist doch schon mal viel wert. Und dann können wir ja mal gucken, dass wir da drauf landen. Keine Kursanzeige hat. Irritiert mich gerade ein bisschen. Doch da. Und schon sagen. Hat den Taganfall hier gesucht, den da. So, Fahrwerk. Klappen.
sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Bisschen zu hoch, glaube ich. Obwohl, ne, könnte passen. Ja. Ja, das war nämlich gerade, da habe ich kurz die Hand vom Stick genommen, um Hornetball zu melden und in dem Moment sacke ich hier durch wie ein Sack Kartoffeln. Gut, dann nochmal. Dabei hat das echt, war das gar nicht mal so schlecht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir fast uns ins Deck gebohrt hätten. So ein bisschen weit draußen diesmal. Probieren wir mal nochmal. Ah, das wird ein bisschen sehr eng. Little low, ja. Ja, okay. Boah, da war die Deckkante. Boah, was für eine Landung, alter Schwede. Bingo. Danke. Gut. Bingo. Ich sag mal nichts zur Landung, ne? Habt ihr selber gesehen. Ich wollte nur noch runter. Eieiei. Jetzt nicht noch hier über die Kante, das wäre ganz ungünstig. Hui. Dass wir das heute nochmal hier heil zurück an Deck schaffen, hätte das gedacht. Uti. Vorletzte Mission auch abgehakt. Befürchte, in den letzten erwartet uns wieder ein Luftkampf. Wenn ich da an die erste Raven One Kampagne zurückdenke, die letzte Mission, die habe ich bestimmt 5-mal probiert, bis wir das endlich hingekriegt haben. Ja, Score ist nicht so der beste. Nee, halt, Results ist das Wichtige. 100! Ja. Besser hätte es gar nicht laufen können. Ja, dann fehlt nur noch Mission Nummer 15. Wir gucken trotzdem mal ins TechView, wie es gelaufen ist. Vor allem, was die Helikopter da eigentlich gemacht haben und ja. 21 MB, alter Schwede. Da haben wir aber ein ordentliches TechView. Gut, wir sind hier mitten in der Luft gestartet. Haufen Flieger da noch, da hinten die Flotte. Da so das feindliche Gebiet. Ich weiß nicht, warum ich hier in New Callsheim bin. Auch ein bisschen seltsam. Ja, da sind wir hier zur Tarawa quasi geflogen und dann haben die anderen Strikes losgelegt. Haben hier M-Stellung ausgeschaltet. Da sind die Tornados. So, wir haben die erste Brücke zerlegt.
Und da wurde tatsächlich einer abgeschossen. Mit zwei Fallschirmen. Glück hat die Sam Hennig nochmal geschossen, ne? Die SA-6 waren da alle in Range. Achso, da kamen noch zwei Arms. Okay. Damit hatte sich das dann erledigt. So, und dann habe ich hier meine Runden gedreht und gewartet. Da waren die Helikopter schon längst unterwegs. Irgendwelche Decoys. Da waren irgendwelche Feinde. Da waren ein paar Feinde. Da waren schon die ein oder anderen feindlichen Truppen hier unterwegs. Hier am Flugplatz waren welche. Hier am Fluss. Und da schießt er, glaube ich, gleich auf mich, ne? Genau, da war ich so, huch, was ist denn hier los? Ja. Okay. Dann habe ich da meine Runden gedreht, zurück zum Helikopter. Da stehen noch tatsächlich ein paar Manpads da hinten bei dem anderen Outpost, habe ich gesehen. So, da hat Olive hier schon angegriffen und dann war ich so, ach, da sind die. Okay. So, dann kommt hier meine Clusterbombe, die Kilometer weit daneben geht. Großartig. Und ich glaube, dann habe ich das. Ach, erst die Maverick noch reingeschossen, die haben das Zelt getroffen. Das Zelt. Also da stehen 10 LKWs, aber ich treffe das Zelt. Und dann haben sie Rockets geregelt. So, okay. Dann waren die nächsten, die da unterwegs waren, die Trucks. Das sah eigentlich auch gut aus. Dann habe ich den Targeting-Pod aus Versehen irgendwo hingeschoben, wo er nicht hingehört und war verwirrt. Das Gute ist, Olive war genauso verwirrt. Gucken, Anflug Nummer 3. Ja, da habe ich dann auch gleich beide erwischt, wenigstens. Da kam er 14s. So, und das war dann hier, wo die Infanterie und so unterwegs war. Da sollte eigentlich Olive angreifen, hat sie aber nicht getan, hat sich da stattdessen von der AAA treffen lassen, so wie es aussieht. Also bin ich dann rein mit den Guns. Den ersten habe ich direkt zerstört und den zweiten habe ich zumindest beschädigt, glaube ich. Ah, Olive hat da nochmal nachgeholfen. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, jetzt waren die auch alle tot auf einmal. Gut. Und dann war das Kommando, ja, hier, sammelt die doch mal ein. Also sind die Helikopter los und die feindlichen Helikopter sind auch los. Dann ging es nämlich auf einmal plötzlich sehr schnell. Da ist noch Infanterie erschienen, die habe ich aber gar nicht gesehen, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich nach denen suchen muss. Oder keine Vorstellung. Stattdessen habe ich mich hier mit den einen Hind angelegt. Und das will ich eigentlich gar nicht nochmal sehen. So, die erste Sidewinder war ja noch gut gemeint. Aber ist halt voll daneben. Wir haben es auch nicht leicht, so einen Helikopter zu tracken tatsächlich. Zweite, reden wir nicht drüber. Und dann dachte ich, okay, probieren wir nochmal eine MRAM. Dadurch nämlich schön visual, dachte ich, da muss doch die MRAM auch ein Radarsignal haben. Ist hier aufgetaucht. Play. Boah, nö. Auch ins Nix gegangen. Dann wollte ich den mit Guns angreifen, habe ihn aber nicht mehr gefunden. Wir haben wesentlich die Infanterie inzwischen Zeit zerlegt, der Helikopter. Zum Glück habe ich das alles hier nicht mehr gesehen. Wie die ganze Zeit auf mich schießen. So, dann aber. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Weiß nicht, was danach mit ihm passiert ist. Ich glaube, er ist aber nach Hause geflogen. So,
Oder hat er eine Notlandung gemacht oder so? Nö. Nee. Ja, die Helikopter haben sich dann auf dem, also ich habe mich an dieser Stelle auf dem Heimweg gemacht, weil ich absolut keinen Sprit mehr hatte. Und die Helikopter haben sich noch ein bisschen beschießen lassen, aber sind auch nach Hause. Und da kamen hier die Dusties, die Harriers. Na denn, ja, dann war es das auch schon fast. Dann nochmal kurz Sturzflug zum Tanker. Aufgetankt. Olle hinten dran. Und ab nach Hause. Knifflige Mission. Also wenn ich sie ein zweites Mal fliegen würde, wenn man weiß, was kommt, ist das natürlich viel einfacher. Ich glaube, dann würde ich mich auch nicht ganz so doof anstellen. Und sie ist auch echt lang. Und wenn man sie fliegt, so wie ich heute Abend, wo man eh schon so ziemlich kaputt ist, dann alles Ausreden dafür, dass es nicht so gut lief. Aber am Ende war die Mission erfolgreich. Das ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ansonsten hinterlasst mir gerne einen Kommentar. A, wie bei euch so die Mission generell lief, wenn ihr sie schon geflogen seid. Und B, viel wichtiger, wie zum Teufel soll ich die Helikopter finden? Das soll mir mal einer erklären. Ich bin gespannt. Ansonsten wünsche ich euch noch an dieser Stelle einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.